Hallihallo und willkommen zurück zu Thief. Wir befinden uns ja gerade irgendwo bei einem Friedhof, Leichenhaus, was auch immer. Wir suchen ja nach diesem komischen Ring. Und ich muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen orientieren. Weil. Fort mit dir, du armes Schwein! Aber besser du als ich! Wieso hängen hier Puppen? Wer ist denn hier da? Hier sieht's ja aus wie in einem Schlachthaus. Der arme alte Cornelius ist wohl schon auf dem Band. Ich muss wohl am Fließband arbeiten, um Cornelius zu finden. Das sieht eher aus wie. Okay. Was ist denn? Hast du das schon mal gemacht? Was haben wir denn hier alles? Puppen. Nur Puppen. Früher haben wir die Leichen über die Mauer geworfen. Ach, da sind sie. Ist der Gestank und das Gebrest schlimmer waren als die Schwermut selbst. Ach, da. Ach ja? Uns haben sie gesagt, wir sollen sie auf offener Straße verbrennen. Krieg mal hin. Irgendwie. Hoffe ich. Was ist denn? Wenn ich den jetzt ausschalten würde, würden die das merken? Wenn ihr beiden fürs Dummschwätzen bezahlt würdet, wärt ihr stinkreich. Haltet die Klappe, ja? Okay. Na gut, gehen wir erstmal ein Stück weiter runter. Ich muss auch erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Es ist nicht so einfach, weil man viel verschiedenes Zeug durcheinander spielt. Das nehme ich aber mit. So, und jetzt spaziere ich einfach hier rein, oder was? Offensichtlich ja schon. Ah ja. Ich musste nur gerade überlegen, wo Ducken ist. Ich habe alles vergessen. Ich weiß nichts mehr. Wärst du lieber auf der Straße zusammen mit diesem hustenden Gesinde? Bei allen toten Göttern. Na, jetzt geht er wieder, oder was? Na toll. Harte Zeiten. Was mach ich denn jetzt am besten? Feuer ausmachen geht immer, denke ich mal. Er ist müde. Ich stelle mich gerade echt dämlich an, ich weiß. Diese Fabrik ist ein Sarg aus Metall. Man hätte sie begraben sollen. Wie kriege ich denn den am besten weg? Der läuft ja immer hin und her. Der Typ guckt auch die ganze Zeit. Schon lustig. Na gut, gehen wir erstmal hier hin. Was ist hier? Danke. Stelle ich mich halt hier hin. Hier ist ja, hier sieht man mich ja eh nie. Ich könnte den dann von hinten ausschalten, eventuell. Wenn die anderen nicht so hingucken, vielleicht. Bin mir nicht sicher. Warum sind diese Stiefel so eng? Der Einzige, der hier arbeitet, ist der Ofen. Ich habe das Gefühl, dass die alle blind sind, aber okay. Haben sie Pech, wenn sie nicht richtig aufpassen, was mit ihren Leuten passiert. Du gehst mal dahin, ja? Geht schon. Wie der mich einfach nicht sieht. Na gut, dann müssen die ja alle chronisch blind sein. Habe ich nichts dagegen.
Guck weg. Ich werde krank. Das spüre ich. Oh, passiert. Glitzerding. Finde ich super. Das ist aber keine Puppe, das ist eine Leiche da. Oh, die Nächte in dieser Stadt scheinen ewig zu dauern. Ich könnte jetzt hier reingehen. Hier ist sonst nichts weiter. Ob der da oben was merkt, wenn ich hier unten irgendwas mache? Ich weiß es nicht. Ich friere. Ich könnte das Licht ausmachen. Und ihn gleich K.O. schlagen. Kommst du vielleicht mal hierher, oder? Wie ich immer das Falsche nehme. Diese Fabrik ist ein Sarg aus Metall. Man hätte sie begraben sollen. Quatsch nicht so viel, mach einfach. Jetzt geh wieder dahin und ich mach dich putt. Okay. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Hier ist ja sonst niemand. Na komm, komm mit hier. Ach, da ist das Feuer. Alles klar, gut. Mach mal gleich. Ich such dir nur noch eine schöne Ecke aus, ja? Gehst mal hier so hin. Gut. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Theoretisch kann er mich ja nicht sehen, oder? Ist das sonst niemand mehr? Ich brauche was zu trinken. Das war ich aber nicht. Ich mach das lieber mal aus. Hoffentlich ist das nicht die Schwermut. Was ist das? Leichentransport. Ist das wichtig? Setzt das Fließband effektiv ein. Die Leichen müssen vor dem Einschalten sicher an den Haken hängen. Am besten geht das durch die Rippen. Ihr dürft nicht zimperlich sein. Der nächste Tollpatsch, dem meine Leiche runterfällt, kriegt selber einen Haken. Rex! Aha, okay. Oh, hier kann ich rein. Mach ich mal. Mal schauen, was mir das bringt. Ich habe keine Ahnung. Hallo? Aha. Huch! Halleluja. Geh mal weiter. Geht's überhaupt? Ja, hier geht's weiter. Wo bin ich denn hier? Hallo? Etwas so. Höher und ich komme an die Haken ran. Da willst du hin. Nacht dauert ewig. Hier tropft Blut runter. Jetzt frage ich mich nur, wie ich das andauernd schaffe, den richtigen Weg zu nehmen, ohne darauf zu achten. Naja gut, egal. Dieser Stadt ist nicht nur das Trockenfleisch trocken. Muss ich den töten? Also, K.O. machen? Ich würde es machen, also. Ist der überhaupt hier irgendwo? Ist ganz schön hell. Ich habe keine Wasserpfeile mehr. Hm, müssen wir es lassen. Das nehme ich mit. Ist doch okay, oder? Da liegt auch noch was rum. Ach, da ist der Typ. Ach, den kann ich eigentlich noch ausschalten, oder? Wenn ich schon mal hier bin, mache ich so gleich. Ich bin so müde. Na, dann geh doch schlafen. Ich helfe dir auch.
Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Ja. Das kriegt man hin. Warte kurz. Hier ist ja sonst niemand, ne? Danke. Jetzt kann ich ja theoretisch öffentlich rumlaufen hier. Ah, hier hätte ich auch lang gekonnt. Pff, muss nur sein. Ich habe auch meinen Weg gefunden. Da ist auch noch was. Haben wir hier noch irgendwas rumliegen? Oh. Oh, nichts drin. Und da? Oh ja. Yay. Steht da das gleiche nochmal? Glasscherben. Ich will keine Beschwerden mehr über Glasscherben auf dem Boden einiger Bereiche hören. Stiefelleder ist teuer, also geht außen herum und oder macht sauber. Eure Karriere in der barönlichen Wache wird verdammt kurz ausfallen, wenn ihr nicht einmal in der Lage seid zu schauen, wo ihr hintretet. Für eure Uniform, einschließlich der Stiefel, seid ihr selbst verantwortlich. Und ihr könnt sicher sein, dass ein Dutzend Männer nur darauf wartet, eure Stelle einzunehmen. Hauptmann Shave. Oder so. Na gut. Ich will trotzdem erstmal das haben. Also du willst da hochspringen, ne? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das willst du. Okay, dann machen wir das mal, ne? Das hat es jetzt vollgebracht. Kann ich irgendwie... Von da aus komme ich nicht da drauf. Tja... Kann ich hier vielleicht drauf springen? Nö. Kann ich hier vielleicht drauf springen? Nö. Hm. Ich kann doch nicht, oder? Ja. Wow, das, ich zeige wieder, wie gut ich, damit zurechtkomme. Ja, Mensch, wo willst denn du hin? Hier kommst du ja ohnehin lang, weil du zu blöd bist, hier drüber zu springen. Ernsthaft mangelt es mir jetzt an dem... Nur an dem. Das muss doch zu gehen sein hier. Na nee, das ist... Oh. Kalle. Du bist näher dran. So, jetzt bin ich näher dran. Aber schaffen tust du es trotzdem nie, ne? Ah! Ich bin blind. Tut mir leid, ich hab's nicht gesehen. Jetzt aber. Ja, nu? Ah. Ob das so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Kann ein Gebäude auch zweimal verlassen werden? Die Wache wäre jedenfalls ein guter Grund, es zu tun. Denk, eine Leiche. Ich weiß nicht, ob mir das hier so gut gefällt. Wie bei der Hirschjagd auf dem Anwesen. Shit. Und Endstation. Ich bin lieber ein bewegliches Ziel. Oh, halt still. Git. Überall Ratten. Ich glaube, die Ratten sind dein geringstes Problem, ey. Erstmal das Schloss knacken. Ich werde krank, das spüre ich. Endlich. Jetzt sind die Armen doch für was gut. Na, mach auf. Danke. Hä? Das waren keine Ratten, oder? Oh. Entschuldigung.
Ich bin. Ich hab's voll drauf, ne? Also, ich muss schon sagen, ich hab grad gekonnt mein Feuerpfeil vertan, aber naja. Wir stehen jetzt schon wieder. Unwichtig. Ich bin so unfähig, es tut mir echt leid, aber ich bin einfach unfähig. Ah. Hier kommt der Hunde. Hier kann ich rein. Ich glaube, ich werde dabei bleiben, nicht entdeckt zu werden. Das ist besser. Mach mal aus hier. Ist nicht schön. So. So. Hier ist sonst nichts oben, ne? Nö. Okay, gut. Hat sich das erledigt. Gehen wir weiter. So. Ist jemand drin? Hallo? Nee? Okay. Dann durchsuche ich mal alles, was geht. Ups. Hier ist doch keiner, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber ich höre niemanden, also hört mich auch keiner. Ich bin mir ganz sicher. Renovierungsnotiz. Lese ich nie, ob ich das brauche. Da hat was geklemmt. Da oben. Komme ich überhaupt hoch? Ah ja, gut. Cool. Dann hole ich mir das mal. Oh, 45 Gold ist ganz nett. Das sage ich nicht dagegen. Was ist denn da? Nichts zu sehen. Okay. Gucke ich mal raus. Was kommt als nächstes? Boah, im Schlachthof hatte ich es besser. Hier stinkt es. Boah. Ich bin so müde. Ich gucke erstmal, was der andere Weg ist. Sehnst du dich immer noch nach dem Schlachthaus? Alter, ich dachte schon, der meint mich. Macht doch keinen Mist hier. Guck mal erstmal, was hier so ist. Ob das irgendeine Abkürzung ist oder so, ich weiß es nicht. Ist ganz schön dunkel, ich sehe gar nicht. Ah, okay. Verdammte Stadt. Aha. Okay. Oh. Nett. Hat sich ja doch gelohnt, der Schraubenschlüssel. Oh ja, das hat sich gelohnt. Auf jeden. Was ist denn, wenn ich hier lang gehe?